bist du? Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Wir gehen zurück zu den Anfängen des Marvel-Universums. Zu einem Schlüsselmoment, als Tony Stark Iron Man wurde. Er sollte Waffen für eine Organisation bauen, die sich die Zehn Ringe nennt. Und da gab es diese tolle Figur, mit der wir unbedingt arbeiten wollten, Shang-Chi. Als der Film angekündigt wurde, war ich wirklich aufgeregt. Mit einem Augenzwinkern habe ich Marvel getwittert, hey, reden wir jetzt oder was? Bin ich froh, dass ich das getan habe. Er spielte die Rolle so intensiv. Shang-Chi ist für Simu wie geschaffen. Ich spürte seine Leidenschaft. Die Geschichte von Shang ist einzigartig. Er fand heraus, dass sein Vater ein böser Kriegsherr ist. Die Zehn Ringe verliehen unserer Familie Macht. Er wird zurück in die Welt seines Vaters gebracht und muss ihm erneut gegenübertreten. Einem noch verbitterteren und hartherzigeren Vater. Und danach passieren wirklich verrückte Dinge. Jetzt ist es Zeit, dass du deinen Platz einnimmst an meiner Seite. Das wird nicht passieren. Der Film liegt mir wirklich sehr am Herzen. Er steht im Einklang mit allem, woran ich glaube. Und ist ein verrückter, wilder, gigantischer Ritt. Alle verletzt!